Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Willkommen zurück hier bei unseren Ägyptern und ich prophezeie euch, die nächsten Jahre werden große Jahre sein für eben diese und Pharaonen Hatschepsut wird in die Geschichte eingehen, denn ein großes Bauwerk wird beendet werden, bald das große Ziggurat. Außerdem wird eine dritte Stadt hier am Nil bald entstehen und noch ein Kloster unserer Religion. Wahnsinn. Im Übrigen, was ich hier gerade gesehen habe, ist, dass dieser zweite Arbeiter wohl doch den Bau beschleunigt, denn wir sehen, es braucht nur noch 4 Jahre, um das Weltwunder fertigzustellen. Das muss durch den zweiten Arbeiter erfolgt sein. Sehr schön. Ein kleiner Nachteil daran, wir sehen, wir bekommen nur +6 Befehle, weil -4 für den Bau einer Erweiterung, und das ist mit Sicherheit das Weltwunder hier draufgehen. Gut, das ist der Nachteil daran. Wir haben das letzte Mal, denke ich, alles getan. Ach so, der gesegnete Herzog Sethos wird auch noch interessant werden. Manche Menschen sind vom Schicksal mehr gesegnet als andere. Wer weiß, welche guten Dinge noch passieren werden. +10% Chance, Religionsoberhaupt zu werden für ihn. Das ist auch alles interessant. Ach Gott, was hier alles noch passieren wird. Okay, wir beenden den Zug das Jahr und werden dann... Nein, da kommen... Was, erblindet? Was ist denn hier passiert? Isis, die Extravagante, wird niemals wieder sehen können und muss sich nun mit einem Leben in der Dunkelheit abfinden. Sie ist erblindet. Oh mein Gott. Und Prinzessin Neferure erhält 1 Disziplin. Ja, das bringt Geld, wenn sie Oberhaupt ist. Das ist gut. Und unser Stiefsohn bekommt Charisma. Erhöht die Verteidigungsstärke als General. Aber das mit der Erblindung, warte mal, das ist ja, hat das irgendwie Einfluss auf die Kampfstärke oder so? Was ist, das müssen wir uns noch mal kurz angucken. Ich gehe mal kurz auf die Einheit und, ach, sie ist dadurch gar keine Generälin mehr. Kann das sein? Das ist wohl so. Kurz mal auf Isis schauen. Erblindet. Kann kein Statthalter, General oder Ratsmitglied sein. Oh, verdammt. Das ist natürlich jetzt gerade im Kampf gegen... Oh, und jetzt müssen wir da auch noch über den Fluss angreifen. Das ist ja richtig doof gelaufen. Das waren... Warte mal, nee, wir müssen nicht. Wir können hier auch hier hingehen. Das geht auch. Von den Hügeln haben wir auch einen höheren Angriff. Der kann uns dann allerdings erwischen, aber ist egal. Machen wir trotzdem. Angriff. Ah, wir haben so wenig Befehlspunkte. Das ist halt das Miese. Aber wir töten ihn. Sehr gut. Okay, immerhin. Der wird dann das nächste Mal erwischt werden. Ja, Zeit für einen General haben wir jetzt erstmal nicht. Und nur noch ein Befehlspunkt. Ach, das ist... Naja, das ist so lala. Okay, die beiden machen das da. Nur noch 3 Jahre. Jetzt ist die Frage, ziehen wir den Arbeiter oder... nicht. Gibt es irgendwas Zwingendes, was wir hier tun sollten mit dem Arbeiter? Ja, ein Weiler können wir bauen. Das sollten wir bauen. Sollten wir allerdings am Netzwerk irgendwo bauen. Jetzt gucke ich mal, was wäre legitim. Ach, man kann einen Weiler in die Hügel bauen. Das ist okay. Gibt es noch irgendeinen Effekt? Nee. Ah, doch. +20% für Odeon und Bart. Okay, das ist aber kein... ist für uns jetzt kein Thema. Wobei, wartet mal, vielleicht ist es besser, es dahin zu bauen. Oder da vielleicht eigentlich, da ist sonst nichts. Da können wir vielleicht nach, ja, das machen wir. Na gut, dann müssen wir den schon mal in die Richtung bewegen. Ach Gott. Gut. Okay, alles klar. So, Hochländer wurde angegriffen. Plänkler spät, Lager fertiggestellt, erblindet. Das ist alles bekannt. Wir beenden das Jahr. In 2 Runden oder in 1 Runde kommen dann die nächsten Barbaren. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Das ist ärgerlich. Müssen wir mit denen noch kämpfen. So, Prinzessin Neferure und ihr Gemahl haben einen Sohn, Herzog Inet. Na gut. Romantischer Abend. Zwischen euch und eurem Gemahl Mykerinos herrscht eine kühle Distanz. Eine Kluft, die sich mit jedem Tag auszuweiten scheint. Er bittet euch, ihm in eurem vollen Terminkalender etwas Zeit einzuräumen, um die Leidenschaft von einst neu zu entfachen. Wie wollt ihr antworten? Ich meinte vielleicht, er ist ja Mitglied der
Said, hier geht die Stimmung immer weiter runter im Übrigen. Das ist ja auch schlecht. Vielleicht hilft das, weil er ja auch Said ist. Minus 5 Befehlspunkte. Oh nein! Das ist aber jetzt ganz schlecht hier im Krieg. Das geht gar nicht. Ja, wir müssen ja jetzt hier erstmal kämpfen. In einem Jahr kommen da schon weitere. Das ist eine miese Nummer. Ach nee, das geht nicht. Also Krieg ist Krieg. Das können wir nicht machen. Wir müssen jetzt hier attackieren. Ich riskiere es auch hier nochmal anzugreifen. Ah ja. Also da wird eine Einheit erscheinen, aber wir werden vermutlich die hier vernichten können. Hoffe ich zumindest. So, wir haben jetzt keine Zeit für persönliche Wünsche. Er ist enttäuscht, aber er ist ja auch ein alter Knacker, der wird sowieso bald sterben, 76. So, 3 Befehlspunkte haben wir noch. Der Plan war jetzt da einen Weiler zu bauen, ne? Ja, 2 Jahre. Ja, okay, alles klar. Dann ziehen wir dorthin. Können aber in dieser Runde erst einmal nichts mehr machen. So, Enkel wurde geboren. Romantischer Abend haben wir abgelehnt. Das Jahr wird beendet. Oh Gott, und Holz. Aber dafür haben wir Geld. Wir können uns mit Geld halt Holz kaufen. So ist das eben. Bloß halt nicht so viel für Weltwunder. Es ist ein bisschen zu fett. Okay, wir kriegen 3 TP. Da hinten ist ein neuer Barbar entstanden, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. So, Herzog Tutmosis der Zehe, General der 2. Armee, kann seinen Kummer nicht vergessen und ist oft wütend. Eine wahrlich verbitterte Person. Verbittert, was heißt das? Oh, er bekommt ein neues Merkmal. Ah, schlecht für seine Armeeführung. Eine Schwäche ist das. Minus 1% Angriff geht noch. Hm, naja. Bitte um Vergebung. Birnieb lässt euch eine mitleiderregende Nachricht zukommen. Sie fleht um Vergebung und bittet euch, nach Hause zurückkehren zu dürfen. Sie ist ja im Exil, ne? Also, wir können ihr verzeihen. Das reduziert natürlich unsere Legitimität. Legitimität ist wichtig. Das sind quasi 0,3 Befehlspunkte. Sie ist 40. Ich weiß gar nicht, wird sie, wenn sie zurückkehrt, wird sie dann auch wieder hier unsere Hofgelehrte? Sie ist nur Gelehrte, ne? Aber das bedeutet ja nicht, dass sie, glaube ich, Hofgelehrte wird. Nee, ich würde sagen, nein, wir werden nicht nachgeben. Davon profitieren wir jetzt nicht wirklich. Die Bestrafung wird bestätigt und wir nehmen lieber die Legitimität mit. Es ist an der Zeit, eure nächste Ambition auszuwählen. Okay, oh, wichtig. Passt auf, das machen wir. Das will ich sowieso machen. Eine Staatsreligion einführen, das ist nur konsequent. Ja, wir brauchen aber 400 von denen. Und eigentlich wollte ich die nehmen, um ein Gesetz einzuführen. Und wir brauchen, ach Quatsch, hier von denen. Aber wir brauchen auch das für ein Weltwunder, ne? Ah, schwierig. Machen wir trotzdem. Das würde uns 40 Jahre lang auch bei der Familie richtig viel Ansehen bringen. Also, ich nehme das als Ambition. So, unsere Königin kann befördert werden. Sie kann leutselig werden. Sie bringt plus 2 Wachstum. Das ist gut für Siedlerproduktion. Ja, und als Oberhaupt auch nochmal plus 1 Wachstum pro Kulturstufe. Das ist stark. Redegewandt. Ja, das bringt halt diese Punkte. Aber ich glaube, leutselig nehme ich jetzt lieber. So, und da haben wir den Siedler. Der Siedler ist natürlich jetzt super wichtig, aber noch wichtiger ist, dass wir jetzt hier diese Schlacht gewinnen. Aber wir müssen 2 Angriffe führen. Das heißt, wir können das Feld aber nicht besetzen. Ach, wie mies ist das denn? Dann ziehen die da rein und wir stehen wieder blöde da. Es ist unangenehm. Kann man das irgendwie von da angreifen? Nee. Nee. Da gibt es jetzt leider keinen Weg rein. Wir müssen jetzt erstmal den Kill machen. Hilft nichts. Okay.
Okay. Oh, doch, wir ziehen doch rein. Ah, in dem Fall macht er das. Ist ja super. Damit, dann hätte ich andersrum angreifen sollen. Es wäre besser, wenn die Einheit dort steht. Das ist ein bisschen doof, aber gut. Ist jetzt nicht so schlimm, weil sie nicht gekillt wird in der nächsten Runde. Auf jeden Fall haben wir den Stadtstandort erstmal für uns gesichert. Und das nächste, was wichtig ist, der Siedler ist da. Und das ist natürlich jetzt Pflicht. Wir ziehen dorthin und ja, normalerweise hatte ich ja gesagt, ich will auf jeden Fall die militärische Familie, die Ramessiden, noch dabei haben. Will ich auch. Wir profitieren halt hier nicht von dieser coolen Sache bei den geistlichen Familien, dass wir städtische Erweiterung auf Wüsten bauen können. Ich weiß aber nicht, ob das so viel so wichtig ist. Das Problem ist, warte mal, Familiensitz übersprungen? Ja, ja, das gibt, hat irgendwie einen Nachteil, wenn wir jetzt nicht diese gründen. Also, ja, wenn wir nicht die dritte Familie jetzt wählen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das sollten wir schon machen. Okay, was erhalten wir? Also grundsätzlich, die haben plus 2 Militär, das heißt, produzieren schneller Militäreinheiten. Familienstädte sind sowieso immer verbunden, okay. Neue berittene Einheiten fangen an mit einem Vorteil. Der Familiensitz kann Einheiten generieren, die Pferde, Kamele oder Elefanten benötigen. Und bei Gründung bekommen wir einen Kundschafter, das ist doch schon mal gut. Ja, ich würde sagen, wir machen das jetzt. Wir gründen diese Stadt und geben das der Reiterfamilie der Ramessiden. Abeju ist damit begründet worden. So, hervorragend. Und damit haben wir einen Kundschafter noch erhalten. Das Problem ist, wir haben gar nicht die Befehlspunkte, um mit dem irgendwas Sinnvolles zu tun. Okay, so. Da, im nächsten Jahr ist das Wunder fertig. Hier hatten wir gesagt, wollen wir einen Weiler bauen. Kostet uns Steine, ist aber auch okay. Bringt uns 20 Gold. Kostet uns auch ein bisschen Nahrung. So, gut. Ja, es ist natürlich auch mal faszinierend, hier die Wüste ein bisschen zu erkunden. Wer weiß, vielleicht gibt es da ja so Oasen oder so, wo man dann trotzdem siedeln kann. Ich habe keine Ahnung. Also es lohnt sich, denke ich, in jedem Falle. Hm. Wir könnten hier auch den Stein nochmal abgreifen. Was bringt uns, oder Marmor, was bringt uns das? Durchsammeln plus 10 Stein, ja, hilft auch fürs Weltwunder. Ziehen wir mal dahin. Machen wir aber dann das nächste Mal. So. Und jetzt gucken wir. Wir brauchen eigentlich einen Arbeiter, um hier Dinge zu entwickeln. Arbeiter gehen ja hier schon sehr, sehr schnell. Was können wir denn hier machen? Wir können jetzt hier... Oh, wir könnten einen leichten Streit wagen. 12 Jahre dauert das allerdings. Das ist unangenehm. Nee, wir brauchen eigentlich erstmal ganz standardmäßig einen Schleuderer. Ich würde sagen, hier lassen wir uns jetzt einen Schleuderer ausbilden. Das ist relevant jetzt hier. Und ein Arbeiter 2 Jahre, ein Siedler 5 Jahre. Warum geht das überhaupt mit dem Arbeiter so schnell? Auch das, weil sie, hatte ich schon mal erwähnt, weil sie Bauherrin ist. Und das bedeutet minus 50% Produktionszeit für Arbeiter. Ich mache das mal. Das ist ein Arbeiter, den wir dann dahin schicken und danach kommt von hier der nächste Siedler. Wir können leider die Hauptstadt nicht richtig gut weiterentwickeln, weil die für uns jetzt erstmal wichtig ist für alles andere. Und in Svenet müssen wir auch die Produktion wählen. Was hatten wir hier zuletzt? Zuletzt hatten wir den Steinhauer. Ah ja, der bringt uns hier nochmal Forschung und richtig viel Stein. Wir sind schon bei 47 Stein. Super. Ja, wie machen wir hier weiter? Hier eine Mauer sehe ich nicht so richtig. Wir könnten noch einen Jünger bauen. Oder wir bauen hier den Arbeiter. 3 Jahre ist auch okay und fangen da oben schon mit dem Siedler an. Wäre auch eine Möglichkeit. Rat 1 Jahr. Bei Fertigstellung Stadtkapital, Ausbildung Geld. Das brauchen wir nicht so richtig. Fest könnte man allerdings mal machen. Gibt grundsätzlich ein Kultur. Und bei Fertigstellung reduziert es ein bisschen die Unzufriedenheit. 3 Jahre. Ah, gibt so viele hübsche Optionen. Aber im Sinne unseres Wachstums, wisst ihr was, mache ich mal den Plan. Wir werden hier den Arbeiter bauen.
und werden das hier ändern und hier doch auf den Siedler gehen. So machen wir das. Okay, wir gucken kurz hier durch, ob noch irgendwas war, was wir nicht mitbekommen haben. Plus 1 Unzufriedenheit in Vasitz. Sind wir schon auf Stufe 2 jetzt. Die Stadt ist gegründet worden. Neue Ambitionen. Okay. Und das war's. Ja, beenden. So, dann gucken wir mal. Wenn jetzt nicht eine zweite Barbareneinheit kommt, müssten wir das eigentlich hinkriegen. Was da jetzt passiert. 3 TP. Ja. Und das große Ziggurat ist gebaut worden. Es bringt uns plus 4 Kultur. Dort in der Stadt sicher. Plus 2 Siegpunkte. Ja. Global plus 20 Stadtkapital. Das ist cool. Und alle Städte minus 20% für Erweiterungskosten. Das ist auch gut. Sehr schön. Gemeinsam mit euren engsten Beratern und Priestern erklimmt ihr das gewaltige Monument. Je höher ihr hinaufklettert, desto stärker spürt ihr die Verbindung zum Himmel. Die Länder von Ägypten erstrecken sich in alle Himmelsrichtungen. Naja, eigentlich nur in Richtung Norden, aber egal. Das ist euer Reich. Als die Priester auf der obersten Terrasse mit ihren Gebeten beginnen, bitten sie euch um euren Segen. Soll dies ein Schrein der Liebe, der Weisheit oder des Krieges werden? Okay. Liebe bedeutet minus 1 Unzufriedenheit plus 10% Wachstum. Weisheit bedeutet plus 10% Kultur plus 10% Forschung. Ja, oder Krieg. Ja, also da sie ja sowieso inspirierend ist, und das geht ja eher in Richtung Kultur, werden wir diesen Schrein der Weisheit widmen. Sehr cool. Da steht er. Sieht großartig aus. Gefällt mir. Schöne Entwicklung. Und, oh Mann, zugleich ist auch noch das hier fertig geworden. Gucken wir uns das kurz auch nochmal an. Bringt uns auch nochmal 4 Forschung. Sehr schön. Wir sind jetzt bei 19 Forschung. Das ist ein guter Schritt. Ein sehr guter Schritt. Und dadurch ist im Übrigen hier auch Salz angeschlossen worden, was ein Luxusgut ist. Und uns ansonsten, wenn es angeschlossen wird, auch nochmal Kultur und Gold bringt. Das heißt, der Arbeiter sollte vermutlich als nächstes mal dahin gehen. Aber vordringlich ist jetzt hier erstmal das. Und ich fürchte, warte mal, kriegen wir die möglicherweise gekillt? Also wir können hier einmal 10 und einmal 8 Schaden machen, aber die haben ja 20 Trefferpunkte, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das heißt, wir kriegen keinen Kill hin. Und wenn wir dann nicht killen, dann wird er sterben. Und aus dem Grund werden wir ihn zurückziehen. Und lieber, oder wir könnten ihn da, nee, geht nicht. Muss ja im eigenen Gebiet heilen. So, du gehst da rein. Du machst trotzdem... Oh, das war so ein kritischer Treffer geworden. Ich fasse es nicht. Wir haben ihn... Wow! Ja, ist ja fantastisch. Das ist ja gut gelaufen. Okay, also, das ist ja ein großartiges Jahr hier. Das Weltwunder fertiggestellt, das Kloster und dann noch dieser Sieg. Dieser großartige. Wir haben noch 5 Befehle. Ich denke, Arbeiter geht jetzt erstmal vor Kundschafter. Und am interessantesten finde ich jetzt Salz. Aus dem Grund werden wir einen dorthin ziehen. Und dort die Mine bauen. Was kostet uns das? Aha, Holz haben wir nicht. Müssen wir für 70 kaufen. Machen wir. So. Wir können natürlich auch wieder hier abholzen. Lohnt sich das für diese Aktionspunkte? Ist das wirklich eine gute Sache? Oder sollten wir vielleicht lieber einen Weiler bauen als nächstes, so wie da? Ja. Ist die Frage, wo bauen wir einen Weiler hin, ne? Kurzer Blick, ländliche Erweiterung. Halt! Weiler kann ich hier... Ja doch, eigentlich müsste ich einen Weiler bauen können. Ah ne, Weiler gilt als städtische Erweiterung. So, wo ist ein guter Ort? Aufs Gebüsch nicht, meines Erachtens.
Es muss am Handelsnetzwerk sein. Ja, wir werden das irgendwo in die Hügel bauen. Hier oder so, würde ich sagen. Machen wir dann das nächste Mal. Kommt der dorthin. So, mehr können wir nicht machen. Wir beenden das Jahr. Checken kurz hier. Tetobastes ist geboren worden. Okay, aber nicht so bedeutend. Das Kloster ist fertiggestellt. Weisheitsschrein. Aha, das ist eine Errungenschaft. Nun gut. Aber uns fehlen immer noch die 6 Bauernhöfe. Sie ist 55. Ja, genau. Deswegen wollten wir hier, das soll der Arbeiter machen, ne? Der aber hier unten leider erst gebaut wird und dann hier noch hinlaufen muss. Der soll hier diese 4 Bauernhöfe erstellen. Wir beenden das Jahr. Immerhin 9 Befehle. Eigentlich müssten wir noch 10 bekommen, ne? Als eine abergläubische Person glaubt Prinzessin Neferu an viele seltsame, mysteriöse Dinge. Sie ist jetzt abergläubisch geworden? Ach du Schreck. Reduziert unsere Forschung. Dabei haben wir sie doch wissenschaftlich ausbilden lassen. Okay. Teil von religiös. Naja. Großartig. Die verbannte Ar Armee. Während ihrer Zeit im Exil hat Berenice, die Wissenschaftlerin, all ihre Mittel und ihren Einfluss genutzt, um eine Rebellenarmee zusammenzustellen, die für ihre Sache kämpfen will. Nun, da sie losgelassen wurden, fallen die Soldaten in Ägypten ein, umzingeln Abedju und bereiten sich auf ein Gefecht vor. Am Hofe rät man euch dazu, euch um Berenice zu kümmern, um weitere Aggressionen zu vermeiden. Ach du Scheiße. Was? 2 Rebelleneinheiten? Verdammt. Okay, wollen wir sie jetzt nach Hause holen? Ah, wie Rebelleneinheiten. Oh Gott, da sind echt jetzt Rebelleneinheiten entstanden. Oh mein Gott. Was ist denn mit der los? Attentäter. Ich meine, die Rebellen werden, glaube ich, nicht verschwinden durch diese Aktion. Die Stadt können die, glaube ich, auch nicht einfach so einnehmen, oder? Die hat erstmal nochmal eigene Verteidigung, bin mir nicht ganz sicher. Das ist ja übelst. Okay, passt auf, wir schicken einen Attentäter. Aha! Wir haben jetzt über 400. Staatsreligion übernehmen. Auch wenn ich eigentlich ein Gesetz einführen möchte, ich denke, wir werden das jetzt tun. Gläubige aus dem ganzen Land werden an eurem Hof vorstellig und bitten um Beistand. Ist es an der Zeit, dass der Zoroastrismus zu unserer Staatsreligion wird? Dies würde die Unzufriedenheit in Städten senken, die sich dem Zoroastrismus verschrieben haben und die Beziehung zu Familien verbessern, die Anhänger des Zoroastrismus sind. Das ist gut. Das heißt, diese Beziehung müsste sich auch wieder verbessern. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Kostet uns allerdings Stadtkapital ein bisschen, aber -1 Unzufriedenheit. Also wird zur Staatsreligion erklärt. So, hat tatsächlich das. Oh, Ambition realisiert. Sehr schön. Damit unsere erste realisierte Ambition. Hervorragend. Hat sich von -17 auf -7 verbessert. So, aber jetzt müssen wir hier was tun. Wir müssen angreifen. Das sind auch Hochländer. Hier haben wir, ist das ein Hügel? Ja, das ist ein Hügel. Hier können wir 8 TP machen. Und 7. Wir könnten auch in die. Na, wir müssten 100 ausgeben, dann könnten wir in die Stadt ziehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht noch das Beste ist. Könnten wir auch mit der machen. Eilmarsch gewissermaßen. Können wir zwar nicht mehr angreifen, aber dann haben wir die Stadt gesichert. Ich würde sagen, das versuchen wir mal. Ich glaube, das geht. Wir gehen hier über die Wüste, geben Eilmarsch aus und gehen in die Stadt. Und wir können dann sogar noch angreifen, aber über den Fluss hinweg. Ist die Frage, ob wir dann nicht lieber die Einheit angreifen. Ja, dann müssen wir hier allerdings hingehen, können wir mit der nicht mehr angreifen. Ah. Ja, wir greifen hier an.
unangenehme Situation. So, alle Befehlspunkte haben wir aufgebraucht. Hier können wir also nichts weiter tun. Schade drum. Ja. Okay. Ja, wir geben jetzt tatsächlich, weil wir minus 2 Unterhalt haben, aufgrund des Klosters wird das automatisch durch vom Gold abgezogen. Was okay ist. Es ist auch nicht so viel gewesen, ne? Ja, das sind einfach zusätzliche Kosten, die jetzt immer auf uns zukommen. So. Naja. Beenden wir das Jahr. Was machen die jetzt? Hm. 5 TP ist heftig. Okay. Der Gemahl der Königin, er bricht nahezu ständig und leidet an Durchfall. Er ist schwer krank. Naja, war ist ja auch schon ein alter Knacker. Herzog Sethos ist jetzt alt genug, um Unterricht zu erhalten. Okay, und wir haben die Prophezeiung entdeckt. Das heißt, wir können Schreine bauen. Und jetzt ist die Frage, das wollten wir gerne. Und ich denke, auf das gehen wir jetzt auch, auf die Viehweide. So, das Blöde ist, dass unsere Einheiten hart, richtig hart angeschlagen sind. Die müssen wir zurückziehen. Weil selbst wenn wir die killen mit der Einheit, wird die dann möglicherweise von der gekillt. Und das können wir uns nicht erlauben. Das geht nicht. Nee. Wobei, wir hätten am Standort heilen können, das wäre auch gegangen. Hm, naja. Okay, wir werden dann vielleicht einen General zuweisen, vielleicht noch ein bisschen befördern. Wir müssen jetzt hier auf Zeit spielen. Das hält uns natürlich jetzt enorm auf, aber es ist, wie es ist. Der Schleuderer wird, glaube ich, nicht weitergebaut. Naja, das sind die Lebenspunkte der Stadt hier, ne? Gut, aber das müssten wir eigentlich verteidigen können. Wir haben jetzt noch 6 Befehlspunkte. So. Ein Arbeiter ist hier dazugekommen. Den wollten wir da oben hinschicken. Ist natürlich jetzt kein Thema mehr. Steine für das nächste Weltwunder haben wir noch nicht genug. Insofern können wir überlegen, was wir unten jetzt hier Sinnvolles tun. Ah ja, wir hatten ja gesagt, wir wollten vielleicht Schreine bauen. Das ist ja neu möglich. Wir könnten aber auch den Jünger hochholen. Könnten wir die Stadt konvertieren? Nee. Was ist das eigentlich Hübsches? Aber das benötigt aufblühend. Hm. Okay, gut. Gucken wir mal. Ja, also hier sind jetzt die Schreine neu dabei. Aber ich hatte gesagt eigentlich, dass ich hier einen Weiler gerne bauen wollte. Wobei ein Schrein ist vielleicht noch hilfreicher. Also, es gibt 4 Schreine für uns. Der eine bringt Befehlspunkte, 0,5. Hm. Und plus 20% für angrenzende Bauernhöfe. Ja, da ist die Frage, ob man den vielleicht da baut. Ja. Osiris bringt Kultur. Angrenzend am Berg oder Vulkan nochmal deutlich mehr. Isis bringt plus 6 Trefferpunkte für untätige Einheiten. Da kann man heilen. Das sollten wir dann eher an der Front machen. Und Neid bringt, aha, Fernkampf plus 1 Stufe für neue Einheiten. Das ist ja auch cool. Müsste aber auch oben gebaut werden. Ich würde sagen, der Schrein ist ras wichtig, auch wegen der Befehlspunkte. Und wegen des Angrenzungseffektes, ach, da oben hätten wir auch einen ganz coolen Effekt. Ja, der würde da auch funktionieren. Ja, dann bringen wir den, machen wir das da. Schrein des Ra. Kostet auch 48 Steine, ist nicht ohne. Aber ich denke, okay.
Außerdem haben wir noch ein Ereignis. Erbenbildung. Ah ja, Sethos. Das ist hier unser Gesegneter. Ja, ich glaube, wenn er gesegnet ist, lassen wir ihn auch Philosophie studieren. Vielleicht wird er ja ein Religionsoberhaupt. Ich glaube, dann ist das Philosophiestudium das Richtige für ihn. So, wir haben noch 3 Befehlspunkte. Und ich bin weiter im Überlegen. Ja, wir können ja schon mal ihn hier ein bisschen in die Richtung bringen, damit er hier schon bald mal was machen kann. Wobei, der ist natürlich noch näher dran. Der könnte sogar hier schon was machen. Ist natürlich nah an den Feinden, aber ich denke, trotzdem wichtig. Warum ist das wichtig? Pferde, wartet. Gültige Erweiterung. Ach, warte mal, wir können ja Pferde immer noch nicht, weil wir Viehzucht nicht haben. Ach, verdammt. Daran habe ich nicht gedacht. Ja gut, dann war das jetzt eine unsinnige Bewegung. Dann ist das nächste, was ich tue, dass wir den mal ein bisschen in die Wüste schicken. Gut. Und für Svenet müssen wir noch eine Produktion wählen. Zuletzt haben wir den Arbeiter dort gebaut. Und als nächstes werde ich tatsächlich mal ein Fest in Auftrag geben. 3 Jahre ist okay. Reduziert dann da ein bisschen die Unzufriedenheit. -5 bei den Said. Naja, gucken wir mal, was hier diese unangenehmen Gegner jetzt hier machen werden. Unser Attentäter konnte Berenib, die Wissenschaftlerin, nicht töten. Doch es kommt noch schlimmer. Euer schändliches Komplott ist aufgeflogen. Shit! Verdammt! Mit der Said-Familie sind wir jetzt richtig. Oh mein Gott, -40. Und -80 bei ihr. -2 Legitimität. Na, das hat ja richtig gut hingehauen. Unsere Tochter ist konvertiert zum Glauben. Der Gemahl ist verstorben. Patriarch Psamtik der Jüngere ist jetzt das Oberhaupt. Mhm. Und wie, sie ist verstorben. Der Attentäter konnte nicht sie töten, aber sie ist trotzdem verstorben? Hä? Eines natürlichen Todes oder was? Vielleicht konnte er deshalb nicht zuschlagen. Okay, wie skurril. Aber wisst ihr was? Es sieht irgendwie so aus, als würden die nicht angreifen. Kann das sein? Mit diesen Aufständischen kenne ich mich gar nicht so richtig aus. Aber das soll mir recht sein. Dann führen wir hier weiter unseren Angriff und werden hier auch weiter heilen, würde ich sagen. Das scheint mir jetzt erstmal das Wichtigere zu sein. Haben wir trotzdem noch 9 Punkte, aber hier ist einiges passiert. Ein weites Feuer. Unser Gemahl aus dem Geschlecht der Saiden hat gegen die Lehren des Zoroastrismus verstoßen und wurde nach seinem Tod verbrannt. Boah. Das Besudeln des Feuers von einem unreinen Leichnam, ganz zu schweigen, stellt eine schwerwiegende Sünde dar. Die Saiden bitten um die normalen landestypischen Rituale des Zoroastrismus, um Mykerinos zur Brücke des Scheidens zu geleiten, aber Patriarch Psamtik der Jüngere gebietet den Magiern, dieses Ritual nicht durchzuführen. Ey, wir müssen uns mit den Said wieder gutstellen. Das wird uns +80 Ansehen geben. Dafür ist natürlich das Glaubensoberhaupt enttäuscht von uns. Ich mach's trotzdem. Möge Mitra über ihn richten. Ja, das bringt uns wieder in Richtung 0. Der Schuhmacher. Da es ihnen nicht erlaubt ist, die berühmten Höfe der Stadt zu betreten, verbringen Herzog Sethos. Das ist doch der Gesegnete, ne? Und sein Gefolge ihre Tage auf den umliegenden Markt mit einem gebildeten Schuhmacher und seiner Gruppe von Handelsphilosophen, um sich in Sachen Philosophie und Debattieren weiterzubilden. Während viele Gelehrte sich weigern, solche Lehren anzuerkennen, scheinen Sethos diese Erfahrung bereichert zu haben. Ja, okay. Wird geistreich, bescheiden, rechtschaffen oder wagemutig? Joa. Machen wir. Ist erlaubt. Wow. Dramatische Ereignisse, liebe Leute. Was hier so alles passieren kann. Okay. Ich hoffe, dass wir dann in der nächsten Folge diese Rebellen zurückschlagen können. Der Schleuderer entwickelt sich doch hier. 3 Jahre sind es noch. Und dass wir hier Ruhe haben. Und dass wir dann
mit dem nächsten Siedler, der in einem Jahr entsteht, diesen Stadtstandort schon besiedeln können. Jetzt ist es aber ein bisschen gefährlich, den vorbeizuziehen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, wir brauchen auch Befehlspunkte, aber wir sind schon bei 11,5. Also, und wenn wir dann die Pferde hier anschließen können, wenn Viehzucht da ist, und dann kommen wir langsam auf unsere Befehlspunkte. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.